Moin und hallo zu einer neuen Folge LS17 hier auf der Hof Bergmann und mit dabei ist der Stahlhase. Hallo. Ja, wir machen weiter hier. Eine neue Runde hier. Beim Düngen jetzt mal. Ich werde jetzt mal eine Runde düngen. Wir haben in der Zwischenzeit das Feld ein bisschen fertig gepflügt, denn wir dachten uns, ja, das dauert doch ein bisschen lange, das ganze Pflügen. Und wenn wir das jetzt jedes Mal in der Aufnahme machen würden, ich glaube, das würde doch zu lang dauern alles. Und ja, dann haben wir es einfach jetzt fertig gemacht und ich dünge die Runde jetzt hier schnell noch und dann kann das gegrubbert hier schon werden. Ja, Stahlhase ist unterwegs, oder Manuel ist unterwegs jetzt Richtung Händler, denn wir haben, ich habe gerade nachgeguckt, das Schneidwerk für den Don, für Sonnenblumen und Mais würde nur 1000 Euro ungefähr kosten. Und ja, da dachten wir uns, komm, das können wir ja kaufen. Dann können wir die anderen zwei Flächen auch schon abernten. Soll ich das gleich schon kaufen? Oder? Ja, kannst du schon kaufen, ja, ich bin unterwegs. Gut. Wie viel Arbeitsbreite hat das denn? Oh, 5,7. Okay, das ist nicht schlecht. Ja, um 1000 Euro kann man nichts falsch machen, sage ich mal. Dann können wir das auch ernten, können das einlagern und gut ist. Jo. Ja, ich muss eh gleich Dünger auftanken, noch eine Runde fahren. Das reicht nicht ganz. Hast du, wo du gedüngt hast, einmal aufgetankt die ganze Runde oder nicht? Nö, nö. Wird eh nur Feld für die 1. Ja, das ist dann wieder so, da freut sich YouTube, da kann YouTube wieder Matsche draus machen aus dem Ganzen. Das sagen ja andere YouTuber auch immer wieder. Wenn gedüngt oder gekalkt worden ist früher. Ja, oder im LS15 oder 13, dann konnte man immer sagen, ja, YouTube macht Matsche daraus. Weil die das nicht so hoch auflösen irgendwie können oder nicht so hinbringen. Ja. Drum haben die Aufnehmenden früher eigentlich nie gerne, sage ich mal, gedüngt oder sowas. Weil wenn man da hingeguckt hat, dann, ja, ist halt immer nur Matsche gewesen sozusagen. Da muss man mal gucken, wie das jetzt dann ausschaut. Ja, guck. Na, haben wir. Ach, ich bin leer. Ach nö, wegen 3-4 Streifen oder was für Renns. Ach nö. Okay. Na gut. Joa, fahr ich mal hin. Der Unterschied zu draußen und zu drinnen ist bei dem Steier auch ein großer. Habe ich so gemerkt, der ist ganz schön laut in der Außenperspektive, sag ich mal. Hat aber eine coole Hupe. Und was ich so an dem liebe, das ganze Geblinke und sowas wird innen drinnen angezeigt. Und Licht, wenn es an ist, wird animiert, also schon nicht schlecht. Zu spät abgebogen. Gerade richtig sehe, das ist auf der 12 Zuckerrüben. Auf der 12 ist Zuckerrüben, aber auf 22 ja, und 17 oder was das ist, das müssten Sonnenblumen oder was sein. Körnermais und 7. Ja. Ich hab bloß gerade gesehen, dass die 12 uns ja auch noch gehört. Ja. Ja, Zuckerrüben, ich weiß nicht, was wir damit machen. Ob man sich mal ein Roder mietet für einen Tag oder was. Ja. So. Ja gut, dann füllen wir das Zeug schnell auf. Wo ist er denn? So.
fahren wir mal mit Allradlenkung. Ah, ich finde die Teleskoplader eigentlich richtig cool. Auch in Real Life finde ich die richtig cool, irgendwie zu fahren selber. Was auch richtig Bock macht, sind die kleinen Bobcats so rumzudüsen. Das macht richtig Fun. Irgendwo reinwühlen und keine Ahnung, das ist also... So, wie können wir die jetzt nehmen hier? Da oben durch. Jetzt hat er nicht genommen. Okay. Mhm. Ah, jetzt hat. Ja, jetzt hat. Schade, dass diese Saatgut-Big Packs sozusagen nicht auch zu kaufen gibt, so in der Form. Die gibt es ja, glaube ich, jetzt nur so standardmäßig, was da steht. Plupp und voll. Oh, immer noch. Passt das Gebiss? Ja, ja, bin schon bei 22. Okay, oh ja, du bist ja schnell, Hula, wie alt, ey. Dann bringe ich dir mal einen Anhänger mit irgendeinem Schlepper noch, was übrig ist. Mal gucken, wie voll er wird eigentlich. 22 ist, ja, das ist das kleine Feld. Die 17 war ein größeres. Ja, ich bring dir noch einen rauf, oder was? Oh, wie du magst. Jo, ich komm da mal. Zack. Zack. Wo ist denn die 22? Genau. Komm ich da? Ja, dann fahr ich zu 4. Genau. Gut. Da ist jetzt Klopkörnermais oder was, was du da hast jetzt. Gut. Körnermeister, ja, das ging nur bei den Schweinen rein, für die Schweinefutterproduktion. Hast du denn schon Schweinchen da? Nee, nee, die habe ich noch nicht. Die müssen wir uns dann noch kaufen irgendwann. Ah, okay. Ja, das ist so die Frage dann, ob wir uns Schweine kaufen oder ob wir uns Dings kaufen. Schafe oder was? Ja, für den Anfang würde ich eher sagen Schafe. Man muss erstmal gucken, wo wir hier Gras finden. Gras gibt's auf einer Wiese, die weiß ich. Feld Nummer 9 ist, glaube ich, komplett mit Gras voll. Die ist komplett mit Gras voll gesät, also. Ich sag mal, wenn es dann Richtung Feld 7 und Feld 5 geht, da braucht man dann schon andere Schneidwerke. Das sind doch andere Kaliber, sage ich mal. Körnermais. Kann man eigentlich in die Schnellfermenter gehäckselten Mais auch reinhauen oder nur Gras? Ja. Ja, ja. Alle drin hauen. Okay. So, wo ist unser Düngerstreuer? Hier. Danke. Jo, bitte. Dann zuckeln wir wieder zurück. Cool, das wird sogar angezeigt, wenn man einen Anhänger hinten dran hat. Oder ein Düngerstreuer, dann wird das zweite Blinken sogar angezeigt. Das ist nicht schlecht. Morgen schon wieder so früh aufstehen. Oder für die lieben Zuschauer, vor ein paar Tagen musste ich so früh aufstehen.
Aber ja, die liebe Birte von Finister Gaming hat ein Praktikum und ja, da muss ich sie hinfahren. Also heißt es irgendwo 6 Uhr aufstehen, weil die um 7 Uhr anfangen oder was. Luftlinie ist der Betrieb eigentlich nur 500 Meter entfernt. Reinlaufen? Ja, eigentlich schon. Einmal über die Bundesstraße drüber und das war's schon. Einmal unter der Unterführung dort. Mehr ist es nicht. Eigentlich nicht schlecht. Richtig nah dabei. Ja. Da kannst du eigentlich nichts verkehrt machen dabei. Wenn du sowas nahe sagst. Ja, Spaß auch noch Zeit. Genau. Dann Sprit später vielleicht irgendwann mal. Da kannst du fast mit, im Sommer mit dem Fahrrad hinfahren normalerweise. Auto kannst du stehen lassen. Obwohl, das brauchst du ja nicht. Da läuft das Auto noch nicht mal warm, bis du da bist. Normalerweise Fahrrad hinfahren. Ja. Tust du wenigstens noch was für die Umwelt. So, dann haben wir das Feld ja auch gleich gedüngt. Ja, dann können wir das gleich düngen. Ah ja, du... 50% hast du fast. Oh shit. Ich bringe schnell den Düngerstreuer zurück. Gestüngt wird, muss ja nichts mehr werden. Das eine Feld hast du ja. Ja, und dann kannst du ja, wenn du willst, kannst du ja voll machen und an der 1 stellen. Ja. Nach dem Flügen können wir ja gleich wieder düngen. Da. Ja, 90% sind drinnen eigentlich. Brauchst du gar nicht voll machen. Nö, ich muss sein gehen. Ah, wo fahre ich denn lang? Hilfe. Gott, oh Gott, oh Gott. Schönes großes Silo, also da kann man glaube ich schon mal noch was mitmachen. Ah, Hilfe, Auto. Und mit den Fahrsilos da? Ja, mit den Fahrsilos. Ja. Ja, ich könnte noch ein bisschen was reinkommen. Ja, mal gucken, vielleicht wird die auch irgendwann mal voll. Ja, irgendwo Mais ansehen, vielleicht mal. So. Dann tun wir noch 100 Liter rein oder 100 Kilo. Ist der schon jetzt voll oder noch nicht? Nee. Nicht runter. Ah, 100%. Ah, jetzt ist er voll. Okay. Bisschen ungewohnt, wenn die Dinger so lang sind. Aber viel verbrauchen tust du auch nicht. Ja gut, dann tun wir mal gleich kuppern. Obwohl, haben wir. Ich tank dich vorher noch eine Runde ab. Willst du ja? Jo, ich fahre eine Runde nebenher. Wenn du wieder auf der geraden Spur mal irgendwo bist. Gott, oh Gott, oh Gott, deine Rattelmühle hört sich auch schlimm an. Hilfe. Ich finde das gerade ganz geil. So ein osteuropäisches Teil. Ugh, ich muss Gas geben. 12 Fetzer.
Ich komme nicht aus dem Quark, wenn ich... Warte, warte, bleib stehen, bleib stehen. Beim anderen musst du in der Mitte stehen, bei dem reicht's, wenn du so bist. Jo, ja. Dankeschön. So. Ja, dann kommt aber was runter. Ich habe jetzt 43%. Wo waren wir jetzt hier? GPS und los geht's. Hat Fabi damit GPS gegrubbert oder? Das weiß ich nicht. Weil der Kurs auf 1 gepasst hat, nämlich so genau. Ja, aber ich würde sagen, das war schon wieder von dieser Runde. LS17 hier auf der Hofbergmann. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like da oder ein Kommi. Und ja, wenn ihr mal irgendwie über ein Thema, wenn wir über ein Thema mal reden sollen, dann schreibt es doch auch mal unten rein. Oder wenn wir, wenn ihr sagt, ja, macht mal dies, macht mal das oder dresch mal Körnermais oder tu oder das, könnt ihr alles gerne unten reinschreiben mal. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.